willkommen bei der Nosy Rosy, hier ist die Jen. Ja, Hallöchen und willkommen bei meinem Kofferpack-Video. Mir ist diese Woche nichts Blöderes eingefallen. Und da ich momentan sowieso mit meinen Gedanken nur schon beim A-Beach bin, dachte ich, warum mache ich nicht schon mal ein kleines A-Beach-Vorbereitungsvideo? Ja. Ich packe jetzt einfach mal meinen Koffer zusammen und erzähle euch, was so passiert und was ich so vorhab. Ja. Also, Vorhaben tue ich natürlich haben. Das ist ein Satz. Ich habe natürlich vor, ganz viel zu filmen und werde dann nachher ein schönes Video zusammenschneiden. Hoffentlich schönes Video. Ja. Und werde natürlich so viele mögliche Sachen mitmachen, damit ich auch von allem berichten kann. Ja. Und die ganzen Konzerte besuchen und so. Da habe ich mir ja schon mal meine T-Shirts. Ja. Ganz wichtiges Konzert, weil ich gerade nämlich drauf bin. Schon am Freitagabend, das ist natürlich schon für mich das Highlight auf jeden Fall, gleich am Anfang, Peaches. Ja, eine meiner absoluten Lieblingssängerinnen. Hätte ich übrigens letztens auch fast vorgestellt, anstatt den Faggot Furies. Also Peaches ist richtig gut. die werde ich da auf jeden Fall sehen. Ich bin richtig froh, vor allem, die hat auch erst, keine Ahnung, vor 2 Monaten oder so zugesagt. Vorher war noch gar nicht klar, dass die kommt. Und ich hatte immer schon in den Foren oder bei Facebook auf der Elbisch-Seite geschrieben, ja, warum kommt Peaches nicht? Ladet sie doch ein. Ja, da kam immer nicht so wirklich eine Reaktion. Und ja, ich dachte, naja, gut. Vielleicht ist sie ja ein zu großer Star oder wie auch immer. Und deswegen hatte ich da eigentlich keine Hoffnung, dass sie kommt. Aber sie kommt. Und als ich das gesehen habe, habe ich erstmal ganz laut geschrien und meine Freundin hat gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt los? Aber ich habe mich so gefreut. Ja. Dann, worauf ich auch freue, was ganz cool wird, sind die Moderatorinnen. Da ist nämlich unter anderem eine davon, ach, weiß ich gerade gar nicht, wie die Schauspielerin heißt. Aber ihr werdet sie sicherlich alle kennen. Und zwar ist das die in The Air World Helena Peabody spielt. Ja, das ist eine von den Moderatorinnen. Also auf die bin ich ja schon gespannt. Ja. Was gibt's noch? Auf jeden Fall nehme ich eigentlich auf. Ja, ich nehme. Auch wieder dabei, letztes Jahr schon, sind Betty. Betty, das ist die Band, die den Titelsong von The Air World gesungen haben und die ja auch oft zu sehen sind. Also diese paar nicht ganz so hübschen, das muss ich ja schon sagen, gut aussehen tun die ja nicht gerade. Aber die machen richtig coole Musik. Ja. Wer kommt noch? Oh Gott. Ja, es kommen so viele Bands, das habe ich alle wieder vergessen. Ich habe mich auch noch gar nicht, letztes Mal habe ich mir richtig meinen Plan zurechtgelegt und alles markiert. Aber dieses Mal lasse ich das so ein bisschen mehr auf mich zukommen. Ich kann euch ja noch mal gleich einblenden, wer alles kommt. Weil ich jetzt echt schon... Also es kommt auf jeden Fall noch so eine ganz neue, junge Band aus Hamburg. Und... Ja. Ganz viele Bands. Und es werden auch wieder Filme gezeigt und... Also letztes Jahr habe ich mir keinen Film angeguckt, ich denke mal diesmal schon, wenn das so dazwischen passt. Und dann gibt es natürlich wieder die große Poolparty am Samstag. Also man kann eigentlich die ganze Zeit in dieses Poolparadies, aber am Samstag ist es, glaube ich, für alle anderen Besucher gesperrt. Theoretisch können Freitag und Sonntag auch noch andere Leute rein und nicht nur die L-Beach-Mädels. Am Samstag wirklich nur die L-Beach-Mädels und da gibt es dann da ein paar... Veranstaltungen und richtig Party auch da am Pool. Das wird bestimmt richtig cool. Und da gibt es auch noch ein paar neue Sachen, zum Beispiel einen Pool-Dance-Wettbewerb. So, ne? Ein bisschen an der Stange tanzen und so. Und
Ja, Katzen dürfen leider nicht mit Quentin, tut mir leid. Und ich weiß auch nicht, ob es dieses Jahr auch wieder Oil Frustling gibt, doch es gab letztes Mal. War ein bisschen unglücklich, weil das in der Mitte von der großen Halle war und eigentlich ziemlich viele Menschen dann waren und alle zugucken wollten, aber natürlich nur die Reihe, die direkt drumherum stand, um das kleine Planschbecken, was in der Mitte auf dem Boden lag, konnte was sehen und dann gab es ein riesen Gedränge und in der zweiten, dritten Reihe konnte man schon nichts mehr sehen und das war ein bisschen ungünstig. Daher mal schauen, ob sie das dieses Mal machen. Ja, also auf jeden Fall wird das sicherlich ein Highlight und ja, wie gesagt, ich werde ganz viel filmen und dann, so schnell es geht, vielleicht sogar am Montag schon, das Video hochladen, falls ich es schaffe am Montag. Ich kann es nicht versprechen, aber ich versuche es, wie gesagt, so schnell wie möglich zu machen. So, muss ich weiterpacken hier. Was haben wir hier noch? Schlafklamotten. Muss man nicht ordentlich reinlegen, ne? Auch ganz wichtig, Bikini für die Poolparty. Ja, muss hier sein, ne? Anderer Bikini-Teil. Ja, was brauche ich denn noch? Pullover. Wo habe ich den denn? Pullover. Muss ich mich halt aufsuchen. So, was fehlt denn noch? Badsachen packe ich morgen ein. Kamera steht da, die brauche ich gerade noch zum Aufnehmen, kann ich nicht einpacken. Aber das Ladegerät, das ist wichtig. Ladegerät. Wo auch immer das jetzt ist. Weiß ich jetzt auch nicht. Das kann ich mal unterscheiden. Ist ja auch wichtig, ne? Braucht man ja auch. So. Okay. Jetzt ist kein Platz mehr für die Sachen meiner Freundin. Wir brauchen zwei Koffer. Oh. Okay, ja. Das war es jetzt, glaube ich, auch schon von mir. Fällt mir noch was ein? Ich hoffe, ihr habt alle unser schönes Gayvention-Video gesehen. Also wir hatten echt super viel Spaß. Es war ein cooles Erlebnis und es war auch schön, mal Laura und Toni zu treffen. Toni hatte ich ja schon mal getroffen, aber Laura habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Und das war echt schön. Und irgendwie, obwohl man sich zum ersten Mal getroffen hat, aber irgendwie hat man doch das Gefühl, dass man sich schon lange kennt, wenn man sich ja jede Woche sieht. Und es war ganz nett. Ja. Und die Gayvention war auch cool, also kann ich nur empfehlen. Nächstes Jahr gibt es dann wieder. Dieses Jahr war es auch zum ersten Mal ja auch in München. Von daher, wenn, könnte ich mir vorstellen, könnte es auch sein, dass es vielleicht ab nächstem Jahr sogar in noch mehr Städten ist. Also von daher, ja, einfach mal abwarten, vielleicht auch in der Nähe. Ansonsten, eine Reise nach Hamburg lohnt sich auf jeden Fall immer. Hamburg ist eine sehr schöne Stadt. Ja, gut. Also, ich melde mich. Mein nächstes Video dann gleich Pommel Beach. Freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und es wird bestimmt cool. Okay, bis dann. Die Jen. Hey Jen, willst du doch mit? Komm rein.